Mein Name ist Rodger Warich, ich bin Geschäftsführer der Firma Abis SRL in Luxemburg. Seit etwa 1999 entwickeln wir Mobiliar und Gegenstände für den öffentlichen Raum. Das heißt also für Städte, für Kommunen, für Parks, Freiräume im öffentlichen Bereich. Unser Anspruch war es von Anfang an, innovatives, robustes und auch gestalterisch anspruchsvolles Mobiliar zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Das Ziel ist dabei stets, eine lebenswerte Umgebung auch für den Bürger einfach zu schaffen. Unser Produktsortiment umfasst Absperrpfosten, Parkbänke, Abfallbehälter, Fahrradanlehnbügel, Baumschutz, Pflanzkübel und so weiter. Also alles das, was die Gemeinde eigentlich für den öffentlichen Raum benötigt und was der Bürger auch braucht. Mein Bruder und ich bekamen damals auf die Idee, ein Befestigungssystem zu entwickeln mit einer separaten Sollbruchstelle. Wir haben dieses Befestigungssystem später dann 3P-Technologie genannt. Was hat es damit auf sich? Die 3P-Technologie besteht, wie der Name schon sagt, aus drei entscheidenden Teilen, Parts. Erstens aus der Bodenhülse, zweitens aus einem Verbindungsstück und drittens aus einem Absperrpoller. Viertens, das ist jetzt dann nur zur Erklärung wichtig, brauchen wir zwei Spannkegel, also ein Spannkegelpaar und eine Schraube. Eine Sechskantschraube, Dreikantschraube oder Sonderkopfschraube ist, das sei erstmal dahingestellt. Entscheidend ist, dass mit diesem Spannkegel und der Schraube der Poller auf der Bodenhülse fest verschraubt wird, und zwar spiel- und wackelfrei. Wenn jetzt ein Fahrzeug beim Rangieren einen solchen Poller mitnimmt oder ein LKW im Kreisverkehr als Beispiel so eine ganze Pollerreihe gleich abräumt, was passiert? Das Verbindungsstück, was den Poller mit der Bodenhülse fest verbindet, gibt ab einer bestimmten Krafteinwirkung dann nach. Nachgeben bedeutet in diesem Fall, es bricht und der Poller und die Bodenhülse bleiben unbeschädigt. Genauso wie das Fundament und die Pflastersteine unbeschädigt bleiben. Man nimmt dann die gebrochenen Teile aus der Bodenhülse und aus dem Poller heraus und ersetzt sie durch ein neues Verbindungsstück. Bei herkömmlichen Absperrpfostensystemen fallen, wenn sie angefahren worden sind, in der Regel sehr hohe Kosten an für die Reparatur oder den Austausch. Bei der 3P-Technologie ist das etwas anders. Dort entstehen geringe Kosten, die zum Beispiel für das Standardverbindungsstück 30 Euro betragen. Der Austausch dauert 2 bis 3 Minuten maximal und der Poller kann dann wiederverwendet werden. Das Fundament und die Bodenhülse und auch die Pflastersteine bleiben unbeschädigt. Das von uns entwickelte und patentierte Befestigungssystem 3P-Technologie, das passt für sämtliche unserer Absperrpfosten, es passt auf unsere LED-Leuchtpoller, auf den Sitzpoller, auf einige Bänke, es passt auch auf einige Abfallbehälter. Es ist also sehr multifunktionell einsetzbar. Unser Motto war von Anfang an, Stillstand ist Rückschritt. Das war auch damals der Grund, warum wir diese 3P-Technologie überhaupt entwickelt haben und anschließend auch haben patentieren lassen. Und genauso haben wir die ganzen Jahre über weiter agiert. Wir haben permanent neue Produkte entwickelt. Aktuell sind wir beispielsweise dabei, weitere LED-Leuchtpoller zu entwickeln, auf den Markt zu bringen, die mit der 3P-Technologie ausgerüstet sind. Darüber hinaus sind wir in der Lage, auf unseren Aluminiumgusspollern Stadtwappen anzubringen, und zwar komplett individuell. Wir arbeiten dort mit Wechsellosen, sodass die Poller ganz individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Städte und auf deren Marken eingestellt werden können. Mit dem Befestigungssystem 3P-Technologie haben wir 1999/2000 ein System entwickelt, von dem eigentlich niemand wusste, dass es wirklich braucht, weil das Bewusstsein dafür damals gar nicht ausgeprägt war. Und genau diesen Innovationsanspruch, den wir seither für uns in Anspruch nehmen, den möchten wir auch in die Zukunft transferieren. Und darauf können sich unsere Kunden mit Sicherheit verlassen.